Herzlich willkommen zu meiner Präsentation, warum ich als Energiesparfuchs weniger Energie verbrauche als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die wichtigsten Energiesparregeln, Infos für Mieter und Wohnungseigentümer und Hausbesitzer. Erstens, Energieanbieter wechseln hat zwar mit Verbrauch wenig zu tun, ist trotz allem finanziell sehr wichtig. Wenn Sie als Hausbesitzer mit Gas heizen und Strom im Haushalt verbrauchen, können Sie heutzutage Ersparnisse bis zu 1.000 Euro jährlich zusammen erhalten. Meine Stromkunden sparen seit 2004 sehr viel Geld beim Wechseln. Auch Mieter und Wohnungseigentümer profitieren von 130 bis 350 Euro jährlich, wenn sie wechseln und zukünftig ihren Energieverbrauch und Abschlagpreis kontrollieren. Legen Sie in der Folge auf den Link, den ich hier unten gleich verlinkt habe. Ich habe hier noch eine weitere Folie, das heißt also Energieanbieterwechselhilfe. Das bedeutet, da habe ich einen Film gemacht für Sie, wo Sie Schritt für Schritt alles nachverfolgen können. Das heißt, Sie klicken oben auf den Link und nebenbei schauen Sie sich den Film schrittweise an, was Sie machen können und wie Sie das machen können, damit Sie die maximale Ersparnis kriegen und auch einen zuverlässigen Wechsel haben können, wenn Sie das so auch mal Schritt für Schritt so folgen. Zweitens, laufen die Stromzähler falsch? Also, ich kann nur so viel sagen, die einen berichten von 700.000 Haushalten, da läuft es falsch, beim nächsten ist es ein Drittel in Deutschland. Wichtig ist, dass für Sie und auch als Kunde, dass ich praktisch mich immer mehr Kunden ansprechen und mich gefragt haben, was kann man denn machen, wenn der Stromzähler falsch läuft? Ganz einfach, Sie gehen praktisch zu Ihrem Energieversorger bzw. Grundversorger und sagen, der Stromzähler, da ist, stimmt was nicht. Ich bitte um einen Austausch bzw. Überprüfung des Zählers und dann ist das so der Fall. Wichtig ist auch zu wissen, wenn Sie zahlen ja eine Grundgebühr, und zwar jährlich zahlen Sie, sag mal, zwischen 5 bis, sag mal, 8 Euro. Es gibt welche sogar, die bei Stromzähler 10 Euro zahlen. Beim Gas sind es zum Beispiel sogar bis zu 14 Euro jeden Monat. Das sind ja Geräte, die Messgeräte sind. Und die müssen natürlich nach einigen Jahren einfach wieder justiert werden oder ausgetauscht werden. Das ist also auch so festgelegt. Da gibt es praktisch den Film Leben mit der Energiewende. Da hat man das mal in 2017 hat man das mal angesprochen. Und da habe ich natürlich auch jemanden dabei gehabt als Fachmann, der natürlich das genau gesagt hat, dass das natürlich ihr gutes Recht als Kunde ist. Gut, also da kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie zum Energieversorger, sagen Sie, mein Stromzähler läuft nicht richtig, ich bitte um Überprüfung. Und ich habe hier wirklich Kunden gehabt in den letzten 10, 15 Jahren, die haben zu mir gesagt, der Stromzähler läuft falsch und danach haben die dann den wechseln lassen und haben dann gemerkt, oh, das waren dann wohl doch noch monatlich statt 150 oder 250 Euro monatlich zahlen, waren es dann schlagartig bloß noch 80 Euro, 50 Euro, so alles drumherum. Es lohnt sich tatsächlich mitunter, es zu überprüfen. Ich zeige Ihnen aber dann gleich noch, was Sie auch noch machen können, damit Sie das gegenprüfen können. Wichtig ist, der Grundversorger ist eigentlich dafür verpflichtet, der kriegt ja auch das Geld dafür. Und wenn Sie einen Energieversorger wechseln machen, also Energieanbieter wechseln, ist nicht der unbedingte Energieanbieter dafür zuständig, sondern der Grundversorger. Aber viele Energieanbieter, wenn sie das dort melden, melden das den Grundversorger weiter und dann ist das eigentlich kein Thema. Dritter Punkt, Energiekostenmessgeräte als Gegenvergleich von Zählerverbrauch verwenden. Sie sehen, ich habe hier unten die Energiekostenmessgeräte hingemacht, das sind die sogenannten gewöhnlichen, die kriegen Sie bei Konrad Elektronik. Die sind eigentlich die besten. Bis jetzt habe ich damit, sagen wir, die besten Erfolge erzielt und komme auch am besten damit klar. Das schützt Sie vor ungewissen Verbrauchsverhalten. Fast jeder Dritte in Deutschland hat eine Fritzbox, das können Sie auch verwenden, zum Beispiel 73, 79, 74, 90, wie sie alle heute heißen. Die besitzen so eine Smart Home Einrichtung. Es könnte mit Standby-Geräten namens Smart Home überwacht werden und kann Verbräuche bis zu 700 Kilowatt jährlich reduzieren. Das sind bei 30 Cent pro Kilowattstunde bis zu 210 Euro Ersparnis für Sie. Die Preise sind von 2004 bis heute 2020 wohlgemerkt
um einiges gestiegen. Ja, sehen Sie ja auch selber, ich habe praktisch das ja nicht bloß hingeschrieben, sondern ich beobachte die Preise wohlgemerkt seit 2004 regelmäßig und weiß auch, was praktisch mal, bevor ich überhaupt nach Baden-Württemberg gezogen bin, wo ich nach meiner alten Wohnung in Freiberg-Sachsen war, da habe ich nochmal 24 Pfennig pro Kilowattstunde gezahlt. 24 Pfennig. Jetzt überlegen Sie mal, was 24 Pfennig pro Kilowattstunde sind. Das müssen Sie ja immer so fast 1 zu 2 rechnen, ne? Wissen Sie ja. So, das lohnt sich in diesem Fall bei Standby-Gerät mit Smart Home um zu überwachen, wenn Sie bis zu 210 Euro und zukünftig mehr sparen können und weniger verbrauchen. Energie als Mieter oder Wohnungseigentümer erzeugen. Balkonkraftwerke sind Mini-Photovoltaik-Module, die in ihrer Grundlast im Haushalt von 300 bis 600 Kilowatt jährlich, das sind in Klammern, 100 bis zu 180 Euro Kosten reduzieren kann. Jedes Jahr steigen die Energiepreise von 3-4% an. Das sind bis zu 60% Wertschöpfungsverlust auf 20 Jahre. Das bedeutet für Sie, Sie können auf 20 Jahre mit zwei Module bis zu 5.760 Euro Kosten einsparen. Ein Hochleistungsmodul kostet noch aktuell bei mir 1.526 Euro oder weniger. Dafür werde ich in Zukunft sorgen, dass es auch weniger wird und dass es weniger kostet. Doch irgendwo ist dann auch das absolute untere Limit erreicht. Also für Dach sind es dann 1.300 Euro und so weiter. Dafür habe ich hier shop.energiesparfuchs.de und da können Sie dann diese Balkonkraftwerke erwerben. Alte Standard-Heizungsthermostate durch elektronisches Smart Home austauschen. Ja, das geht heute, das ist so möglich. Also egal, ob das Strom- oder Zentralheizung ist, bis zu 80% aller Haushalte haben Heizungsthermostate an der Heizung und machen Verluste bis zu 40% jährlich. Smart Home Heizungsthermostate von der Telekom oder AFM und so weiter, die nur an der Heizung messen, sind auch bis zu 20% ineffizienter, weil sie falsche Messwerte vom Heizkörper erhalten. Das muss ich natürlich begründen, also das ist ganz klar. Ich habe meine Infrarotkamera an so eine Heizung gehalten und habe dann mal gezeigt, wie die Wärme dort sagen wir, bis zu den Heizungsthermostat abstrahlt. So, das heißt also, wenn ein Heizungsthermostat, müssen immer mindestens 2 Meter Abstand vom Heizkörper haben. Ich besitze solche Heizungsthermostate, die sagen wir 2 Meter Abstand haben und geregelt werden sie dann direkt an der Heizung. Und dann sparen sie wirklich bis zu 40% Energieverbrauch ein. Die Frage ist also, ist es okay für Sie, wenn Sie bis zu 400 Euro jährlich mehr in Ihrer eigenen Tasche behalten dürfen? Die Frage dürfen Sie sich selber beantworten und ich denke mal, das ist ein kurzer Tipp. Ich möchte nicht so lange mich hier ausholen. Schließlich soll es ja innerhalb von wenigen Minuten alles erklärt werden. Sechstens, das richtige Leuchtmittel verwenden. LED-Lampen gibt es in jedem Rewe heute mittlerweile und so weiter. Eine Glühlampe hat 60 Watt und erzeugt ca. bis zu 710 Lumen. So, das ist halt die Standardbeleuchtung und das gibt also die beste Helligkeit. Vergessen Sie in Zukunft die Wattzahl. Ich finde das furchtbar, dass die Industrie und dass da praktisch so wenig darüber gesprochen wird. Man vergleicht immer Watt gegenüber den Watt und so weiter. Und dabei vergisst man oft genug sein Augenlicht. Also, vergessen Sie zukünftig die Wattzahl, deshalb achten Sie immer darauf, dass Sie sich nach den Lumenzahl richten. Achtung, zu geringes Licht schadet Ihren Augenlicht. Eine Glühlampe mit ca. 700 Lumen ist gleich 820 Lumen LED-Lampe. Weil die LED-Lampe, die wird nach einer gewissen Zeit einfach nur dunkler. Und das müssen Sie auf eine lange Haltbarkeitszeit, die praktisch eine LED-Lampe heute hat, müssen Sie sich beachten. Das ist gut für Ihr Augenlicht und somit können Sie trotzdem Energiekosten sparen. Sind Sie da mit mir einig? Siebtens, Energieeffizienzklasse beachten. Energieeffizienzklasse für Haus, Auto, Lampe, Haushaltsgerät, Fernseher, Monitor und so weiter. Sollte man immer auf A++ stellen,
wenn es möglich ist. So. Die EU hat die Energieeffizienzklassen in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und es ist zu empfehlen, nach einem Gerät, wenn es kaputt geht, unbedingt immer auf A++ umzustellen. Also das ist ganz wichtig, weil so mehr werden Sie merken, dass natürlich schon etwas anders geht und dass Sie da richtig Energie sparen können. Gehen wir zum nächsten Punkt. Achtens, beim Kochen Induktion verwenden. Wo ich 2007 noch ohne Induktion gekocht habe, verbrauchte ich jährlich bis zu 450 Kilowatt im Strom. Wie ich das rausgekriegt habe, ganz einfach. Ich habe umgestellt und habe gemerkt, ups, bis zu 450 Kilowatt weniger Strom. Sehr schön. Ich koche also im Haushalt sehr gerne und das ist einfach eine Leidenschaft. Ich hatte damals eine ganz normale, gewöhnliche Kochplatte, Sache, wie sie es gibt heute noch, für ganz wenig Geld, für die Leute, die wenig Geld haben. Ja, da kostet so ein Herd, was kostet 150, 180 Euro. Kann er sich kleine Induktionskochplatte leisten, kostet das gleiche, bloß dass er dann wesentlich mehr Geld spart beim Strom. Ja. So, seit ich das habe, kann ich praktisch bei einem 3-Personen-Haushalt bis zu 86 Kilowatt jährlich habe ich bloß noch. Was mache ich heute anders? Also Induktion erspart Ihnen bis zu 50% Energiekosten ein, wenn Sie das Richtige anwenden beim Braten Temperatureinstellung. Na, dann wird einfach das Essen leckerer, es schmeckt anders, es ist einfach nur, hat mehr Vitamine drin. Und beim Kochen verwende ich Timerfunktion. Na, da kann nichts schief gehen. Und vor allen Dingen, es ist mehr Sicherheit, das ist ganz wichtig. So. Die nächste Sache, die richtigen Kochtöpfe verwenden und noch einmal bis zu 30% Energiekosten sparen. Gute Induktionskochplatten gibt es schon von 60 bis 120 Euro, das ist nicht teuer. Und wie schnell haben Sie dann Investitionen erreicht? Die Frage stelle ich an Sie. Ja, ich sage, es ist zu überlegen. Ich habe das so gemacht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Beim Kochen die richtigen Töpfe verwenden. Sie können Ihren Wasserkocher, Mikrowelle aus dem Betrieb nehmen, wenn Sie mit Induktion und den richtigen Töpfen kochen. Zum Beispiel Emaillestahl ist für Wasser und Kaffee und Tee gut. Kostet eine Emaille-Topf kostet beim Real oder beim Kaufland, was kostet es? Glaube ich, zwischen 7 bis 12 Euro kostet nicht viel. Chromnickel, 18-10 Stahl, den es von Fissler oder WMF gibt, das nimmt Ihnen für die physikalische Wärme. Das ist Fachwissen, die jeder Schweißer seit Jahrzehnten gelehrt bekommt. Wasserkocher und Mikrowelle brauchen zu lange, bis das Kochgut erwärmt ist. Diese Geräte müssen bei Induktion nicht mehr verwendet werden. Also zum Beispiel Chromnickel, 18-10 Stahl zum Braten und Kochen von Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Dünsten, da ist es okay. Ja, Bratpfannen sind okay. Achten Sie immer bei Chromnickel, 18-10 Stahl darauf, dass der Boden nicht mehr als 10 bis 12 mm dick ist. Es gibt Kochtöpfe, zum Beispiel AMC, da sind sie bis zu 25 mm oder 30 mm dick. Und Aluguss oder Aluminiumpfannen sind für Induktion völlig ungeeignet. Sie sind einfach viel zu dick oder verschwenden allgemein sinnlos in der ganzen Umgebung Energie. Ich habe diese Bratpfannen oder diese Sachen alle getestet, Aluguss und Aluminium. Was da so rechts und links, sagen wir, verloren geht, das sind richtige Energieschleudern. Aber nicht bloß bei Induktion, auch bei normalen Kochmöglichkeiten wie sagen wir Stahlplatte oder bei Sachan-Kochfeld verbrauchen die einfach viel Energie, diese Aluminiumpfannen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Haushalte das verwenden, weil das sagen wir in jedem Real und jedem Kaufland verkauft worden ist bis jetzt. Die Leute kaufen das einfach nur ein. Ich mache sie ja darüber nicht verantwortlich, aber ich sage Ihnen, da geht Ihnen die Energie wirklich verloren und das ist richtig, richtig teuer, wenn Sie da mal das vergleichen würden. Zehnter Punkt, wenn Sie Eigen- oder Hausbesitzer sind und der Stromverbrauch ist unten, dann ist die Heizenergie immer noch weiter zu reduzieren. Das können Sie also da auch machen. Aber wie macht man das? Das kann man heute mit Wärmepumpe oder Mesothermheizung machen. Mesothermheizungen sind
werden in der Nähe von Freiburg hergestellt. Und schon mittlerweile einige Jahre. Sie sind, sagen wir, vom Energieverbrauch von 2,5% bis 5-facher können Sie reduzieren, wenn Sie Wärmepumpe oder Megatherm-Heizung verwenden. Das heißt also, Sie können also mit Strom können Sie heizen und die sind effizienter. So, Energiespeicherbatterie als Flatrate für abends nutzen. Es gibt zum Beispiel Senec, es gibt Sonnenenergie, Firma Sonnen, die praktisch solche Batteriespeicher mit Flatrate anbieten. Ne? Da können Sie praktisch sozusagen Ihren Strom im Winter wiederholen. Diese Möglichkeiten gibt es. Bieten wir selber, als Energiesparfuchs habe ich eine Kooperation mit Elektrosüße GmbH hier im Bereich Esslingen, Stuttgart. Da bauen wir solche Sachen Ihnen ein. Und die funktionieren wirklich, wirklich super. Nur, die Leute müssen es jetzt auch wirklich mal machen, weil das sind Techniken, die gibt es schon seit 2013 gibt es das schon. Und es ist Zeit, dass sie ihren Schritt gehen und dass sie es jetzt machen damit. Denn ab 2023 ist das sowieso Pflicht oder wird so sein, dass praktisch immer die Brennwertkessel oder so, dass das alles verboten wird. Da wird es noch Änderungen geben. Und wer heute Brennwertkessel greift, der ist einfach, auf Deutsch gesagt, wenn man mal ein bisschen zukunftsdenkend arbeitet, wahnsinnig. Weil er einfach Geld rausschmeißt. Ne? So, will ich mal nicht lange reden. Also Energiesparbatterie hatten wir geredet. Aktuell die Methode mit einer Energiesparersparnis bis zu 100% Energiekosten, das kann man praktisch reduzieren. Dazu sollte Ihr gesamter Energieverbrauch wie Heizung, Strom und Auto eingerechnet werden. Das heißt, der Gesamtenergieverbrauch. Nimm bloß den Strom. Der Strom ist nur ein Teil. Die Heizung ist der andere Teil. Wenn Sie das Auto noch dazu nehmen, haben Sie praktisch noch einen weiteren. Das sind auch immer große Punkte. Und wenn man das als Gesamtenergieverbrauch berechnet, dann sind Sie im Jahr ungelogen nicht bloß bei 1000 Euro. Da sind Sie im Jahr gut bei 4.000 bis 5.000, 6.000 Euro, was Sie praktisch an Ihren Kosten haben. Und das ist, sagen wir mal so, dieses Modell kostet Sie 52.000 bis 56.000 Euro, ja. Aber alleine ohne Auto können Sie auf 20 Jahre bis 30.000 Euro sparen und mit Auto bis zu 60.000 Euro. Nur an Energiekosten. Da können Sie das Auto geschenkt bekommen. Und die Frage ist, ab wann möchten Sie Ihr Geld wieder zurückhaben? Ja? So, die einen können sich das Auto bezahlen lassen, weil sie Energiekosten sparen. Und die anderen, die bezahlen einfach noch zusätzlich das Auto. Und als Energiesparfuchs achte ich auf solche Sachen. Und ich sage Ihnen, seitdem ich Balkonkraftwerk selber nutze, da weiß ich, von was ich rede und was ich schwätze. Ja? Also, es gibt auch Leute, die sagen ganz einfach, ja, der erzählt. Wenn sie sowas selber haben, dann reden sie nicht bloß davon, weil sie sehen es ja, dass sie sparen. Sie merken ja ganz einfach, ob sie praktisch 2600 Kilowatt oder 1850 Kilowatt oder nur bis zu 700 Kilowatt im Jahr an Strom verbrauchen. Und so ist es auch, wenn sie praktisch die Heizenergie mit einschließen, dann werden Sie da merken, dass da richtig, richtig Geld jedes Jahr auf Ihnen erhalten bleibt. Bei Leben in der Energiewende hat man gesagt, die Leute, die sagen mal dann Eigenheimbesitzer sind und die Technik nutzen, die tun dann mehr im Flieger sitzen und fliegen mehr in Urlaub. Ob das so ist, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich sage mal so, Sie merken, ich gehe schon mit Herrn Frank Ferenczky ins Gespräch. Ich habe auch mit Ihnen schon über die seit 2015 mehrmals mit ihm gesprochen. Ich treffe ihn ja jedes Jahr einmal bei Intersolar oder so. Treffe ich ihn. Das ist also kein Problem, mit Leuten in Dialog zu gehen. Und sie sagen ganz einfach, dass das funktioniert. Herr Frank Ferenczky zeigt ja auch jetzt in der Schweiz, dass es Häuser gibt, die das ganze Jahr energieautark leben. Und zwar nur mit Batterien. Die haben noch nicht mal diese Flatrate. Aber die in der Schweiz sagen, okay, ich pflaster mein Haus rechts, links, oben, also rechts, links, an den Seiten, an den Wänden und auf dem Dach mit Photovoltaik zu. Das heißt also, Nord- und Süddach oder Ost- und Westdach werden genutzt. Bin ich ganz ehrlich dazu.
So, und die bei Mehrfamilienhäusern, wo praktisch vier Parteien oder sechs Parteien sind, bis zu 40 oder 46.000 Kilowatt im Jahr erzeugen und verbrauchen nur 30.000 Kilowatt. Weil sie, genau wie ich es Ihnen hier schreibe oder wie ich es Meisterplan Haus 2025 erzähle, genau so machen. Und dadurch haben sie praktisch mehr Nutzen. Die Frage ist nur, wann sind Sie so weit und sind bereit, weniger Kosten zu zahlen? Kommen wir zum nächsten Punkt. 11. Punkt. Beim Einkauf bessere Qualität und bis zu 5 Jahre Garantie einfordern. Die Industrie hat aufgrund der EU-Preiskartelle-Änderung seit 2004 neue Entscheidungen gegen den Kunden getroffen. Sie sind heute auch kein Kunde mehr, sondern Sie sind ein Verbraucher. Ich finde das eine Unverschämtheit. Sie sind doch eine Persönlichkeit und kein Verbraucher. Ja, das ist auch furchtbar. Ich meine, ich will mir auch mein Geld verdienen, das sage ich ganz ehrlich, wer will das nicht? Aber man sollte wenigstens ein bisschen menschlicher gegenüber den Menschen, jeder Person sein. Und Ihre Geräte sollten laut der Industrie nicht länger als 24 Monate halten. Das ist, Sie gehen ja auch dafür arbeiten und Sie tun ja auch Geld verdienen, damit Sie sich solche Dinge überhaupt leisten können und dass Sie da besser leben können. Ja? Also da protestiere ich. Als Energiesparfuchs protestiere ich eindeutig, dass das Diebstahl Ihres finanziellen Eigentums gemacht wird, wo Sie hart gearbeitet haben und dass im anderen Land oder Region Menschen ihre Behausung verlassen mussten, weil aufgrund der Bodenschätze vorhanden sind. Deshalb fordern Sie vom Hersteller mit bei Kaputtgehen nach 12 Wochen bis zu 4,5 Jahren unentgeltlich Austausch von Geld vom Hersteller zurück. Bei Lieferung schlechter Qualität Qualitätsstrafen zu verlangen. Mindestens 50% des Einkaufspreises. Dieses Geld sollte den Vertrieben aus den devastierten Gebieten zugutekommen, weil diese Gebiete umwelttechnisch zerstört wurden und da die Menschen, Tiere bzw. Pflanzen in Not und Elend leben. Unterschätzen Sie das nicht. Es gibt Filme, ich komme gleich auf den nächsten Punkt, das wird die Nummer 12 sein. 12. Zum Thema Infos beim Umweltschutz und gegen Ausbeutung. Egal, ob das Kolumbien oder Deutschland ist, ich empfehle Ihnen La Buena Vida, das gute Leben als Film. Gibt es im Saturn, Mediamarkt und so weiter zu bestellen. Befassen Sie sich mit diesem Thema und leben mit der Energiewende. Der ganze Kinofilm Version 1.1 von Frank Ferenczky finden Sie unter www.youtube.com. Beide Filme sagen alles aus, was heute zu tun ist. Ich selbst habe Filme und Newsletter in den letzten Jahren erstellt, die Sie unter youtube.com Gerd Seifert finden oder www.energiesparfuchs.com finden können. Ich kann Ihnen das nur so empfehlen. Das ist mein 12. Punkt und das ist auch mein Abschluss. Kommen wir zur Zusammenfassung. Zusammenfassung, Sie sehen, also ich habe mich versucht kurz zu halten. In den 12 Punkten habe ich Ihnen gezeigt, was man praktisch machen kann. Und wir leben auch in dieser Zeit, wo diese Punkte sehr wichtig sind. Kommen wir also zum Schluss. Zum Schluss, diese 12 Punkte haben Ihnen gezeigt, wie groß Ihr Einsparpotenzial ist. Sie können die Natur genauso schützen wie Ihre Geldbeutel, haben zukünftig mehr Zeit für Ihre Familie, Freunde und Familie, helfen anderen Menschen und Tiere, ihren Lebensraum zu erhalten, wenn sie mitmachen. Sind Sie mit dabei? Das ist die ganz eindeutige Frage. Machen Sie mit? Und wenn ja, wie gesagt, kommen wir dann zum letzten Wort. Ein letztes Wort dazu. Als Energiesparfuchs schaue ich mir viele Filme an und lebe diese Regeln mit der Natur. Balkonkraftwerke oder Photovoltaikanlage ist super gut bei sonnigen Tagen nutzbar und reduziert enorm Energieverbrauch, weil Sie gleichzeitig Ihr Verbrauchsverhalten freiwillig ändern können. Das bedeutet, ich mache immer meine Waschmaschine, meine Spülmaschine, was auch immer, also bis aufs Kochen und so.
Meine Waschmaschine und Spülmaschine mache ich meistens dann an, wenn praktisch die Sonne scheint. Ja? Ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Balkonkraftwerk bis zu 600 Kilowatt Strom jährlich reduzieren, ist die eine Seite. Das Verbrauchsverhalten freiwillig ändern, ist eine andere Seite. Das kommt also, wenn man praktisch selber Energie erzeugt, dann sieht man, ja, das geht, das ist möglich, das ist, kann man machen. Und dann hat man ein sehr eigenes Einfühlsvermögen. So, das war's. Das, was mir viele Photovoltaikanlagenbesitzer erzählt haben, dass der Verbrauch mehr als was die Anlage jährlich nur liefert, ja, kann ich heute als Energiesparfuchs und Balkonkraftwerkbesitzer bestätigen. Ich wünsche Ihnen genauso viel Erfolg beim Energiesparen wie ich und meine Kunden, die bei sich Balkonkraftwerke einsetzen. Mit freundlichen Grüßen, Energiesparfuchs. Bitte besuchen Sie unseren Shop energiesparfuchs.com. Ich baue gerade daran, ich erweitere das Angebot. In Zukunft können Sie auch dann sozusagen Photovoltaikanlagen bestellen, wenn Sie im Bereich Esslingen, Stuttgart, Umgebung wohnen. Also wir liefern, muss ich noch klären, glaube ich, bis Böblingen, Sindlo, Lefingen können wir praktisch die Photovoltaikanlagen bei Ihnen aufs Dach bauen. Das geht. Ne? Das ist also machbar. Und das ist also interessant für auch Eigenheimbesitzer. Wir haben viele Möglichkeiten, welche Batterieanlagen wir nutzen können. Soviel ich weiß, gibt es ja schon seit ein oder drei Jahren sogar die Möglichkeit, dass man Batterien mit Salzwasser speichern kann, also Energie mit Salzwasser speichern kann. Diese Batterien gibt es auch. Aber hauptsächlich verbauen wir natürlich Batteriespeicheranlagen von Senec. Das sagen wir ganz offiziell. Das heißt aber nicht, dass wir nicht schon mal ein E3DC verbaut haben, dass wir nicht mal, sagen wir mal, eins von Sonnen gemacht haben oder von LG die Speichersysteme genutzt haben. Wir haben alles irgendwo schon mal in die Hände gehabt. Das ist für der Herr Elektro-Süßer GmbH, da ist es alles möglich. Und ich möchte einfach Herrn Michael Süßer ein Stück als Energiesparfuchs auch entlasten, weil wenn er immer alles jedem erzählen muss, erklären muss, das ist Zeitverlust, wo die Kunden wieder länger warten müssen auf ihre Bestellung. Das ist der Grund, dass ich als Energiesparfuchs sage, okay, machen wir einen Shop, da können Sie das in Zukunft darauf bestellen. Sie kriegen die Infos, Sie kriegen alles, so wie der Herr Michael Süßer sie Ihnen auch erklärt. Sie kriegen das auch von mir. Und wenn Sie hier bestellen, dann gelten hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen, so wie bei jedem Handwerker, so wie bei jedem Online-Shop. Und das ist also, was ich praktisch Ihnen mitgeben möchte. Ja, informieren Sie sich also richtig, informieren Sie es gut. Und in der heutigen Zeit gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, Newsletter wird in Zukunft wieder, werde ich verstärkt was machen müssen, damit Sie praktisch auch die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bekommen, wenn sich was auf dem Markt ändert. Ja, das sind also meine Punkte. Ich wünsche Ihnen also viel Erfolg und bis bald. Ich hoffe, dass wir uns da mal hören und sehen. Sie können sich per Telefon bei mir melden. Sie können mit mir telefonieren, Sie können sprechen. Aber meistens haben Sie schon die Information schon. Tschüss, bis bald.